Der Landkreis Oberallgäu ist der südlichste Landkreis Deutschlands. Seine Höhenlage erstreckt sich von gut 600 Metern an der nördlichen Grenze des Landkreises bis auf den höchsten Gipfel der Allgäuer Alpen, den großen Grottenkopf mit über 2650 Metern. Im Oberallgäu wird in fast allen Höhenlagen Landwirtschaft betrieben. Der Landkreis ist bis auf wenige Teile im Norden anerkanntes Berggebiet. Die Milchviehhaltung ist die häufigste wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit, unter diesen geologischen und klimatischen Bedingungen Landwirtschaft zu betreiben. Nur die Kuh kann das Gras für die menschliche Ernährung nutzbar machen. So hat sich im Oberallgäu eine vielfältige Molkereien- und Sennereienlandschaft entwickelt, die mit ihrer Vielfalt an hochwertigen Produkten in aller Welt bekannt und beliebt ist. Die Milchviehhaltung prägt das Landschaftsbild im Oberallgäu entscheidend. Das weite, offene Grünland, durch Mahd und Beweidung bis in höchste Lagen gepflegt, verdanken wir ausschließlich dieser Art der Landbewirtschaftung. Unsere Tiere pflegen hier nicht nur die Kulturlandschaft, sondern über die Veredelung des Grases, das da wächst, zu hochwertigem Fleisch und hochwertigen Milchprodukten, wird aus diesem für den Menschen nutzlosen Gras ein hochwertiges Lebensmittel. Und so hat sich es entwickelt, dass sich unsere Betriebe zu echten Spezialisten für Tierhaltung und Milchwirtschaft entwickelt haben. Hier an der Molkereifachschule Kempten findet die überbetriebliche Ausbildung von Milchtechnologen statt. Die Auszubildenden aller bayerischen Molkereien lernen hier, wie Milcherzeugnisse gemacht werden. Sie stellen zum Beispiel Butter her. Hättet ihr gedacht, dass für 1 Kilogramm fertige Butter 20 Liter Milch benötigt werden? Darüber hinaus lernen die späteren Milchtechnologen auch, wie man Käse sensorisch beurteilt. Das heißt, wie er aussehen, riechen und schmecken muss. Außerdem stellen sie selbstständig mit einem kleinen Käsefertiger Hartkäse her. Hier seht ihr zwei Auszubildende bei der Qualitätsprüfung des Käsebruchs. Nach einigen Jahren Berufserfahrung können sich die jungen Fachleute an der Schule zum Molkereimeister oder zum Molkereitechniker fortbilden lassen. Nahe der Molkereifachschule liegt das Lehrversuchs- und Fachzentrum für Milchviehhaltung, Grünland- und Berglandwirtschaft. Hier werden rund 170 Rinder gehalten, davon 90 Kühe und ca. 80 Schumpen, wie man das Jungvieh im Oberallgäu nennt. Am Spitalhof finden laufend Tierhaltungs- und Melkkurse statt. Die Kühe können sich in ihrem Laufstall Tag und Nacht frei bewegen. Sie haben ständig Zugang zu Wasser, Futter oder einem Liegeplatz. An der Kraftfutterstation können sich die Kühe zudem ihre individuelle Kraftfuttermischung und Menge abholen. Dazu trägt jede Kuh ein Transponderband am Hals. Auf dem Futtertisch siehst du Grassilage. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gras, das im Sommer gemäht wird, für die Winterfütterung haltbar zu machen. Das Gras wird entweder getrocknet, das gibt dann Heu und Omade, oder es wird durch Milchsäuregärung konserviert, zu Heusilage oder Omadsilage. Die gelben Marken, die alle Rinder in der EU tragen müssen, sind sozusagen der Personalausweis der Kuh. Sie garantiert dem Verbraucher die Rückverfolgbarkeit von der Fleischtheke bis in den Stall. Im Kälberstall wird der Nachwuchs zweimal täglich mit Milch getränkt und langsam an festes Futter gewöhnt. Im Alter von 4 Monaten können sich die Kälber von Heu und Kraftfutter ernähren und wechseln dann in den Jungviehstall. Nur wenn eine Kuh jedes Jahr ein Kalb bekommt, gibt sie auch Milch. Die meisten weiblichen Kälber bleiben als Nachzucht im Betrieb oder werden an andere Züchter verkauft. Kunden aus der gesamten europäischen Lebensmittelindustrie, vor allem aber der bayerischen Molkereiwirtschaft, bringen ihre Produkte zur Untersuchung in die Labore der MUVA Kempten. Dort werden sie chemisch, mikrobiologisch und sensorisch untersucht und analysiert. Das geschieht von Seiten der Molkereien und Sennereien freiwillig, denn eine 1A-Qualität ist ihr ureigenes Interesse. So ist die MUVA der Garant für Qualität und Sicherheit unserer Milchprodukte. Ein weiteres wichtiges Standbein für die Landwirte im Oberallgäu ist die Holzverarbeitung.
Hier werden an der Gattersäge Rundhölzer zu Balken verarbeitet. Holz wird unter anderem für die Produktion von Möbeln oder als Bauholz verwendet. Auch die Erzeugung von Brennholz als Energieträger ist im Allgäu wichtig. Alle 13 Bauern aus dem Gunzesrieder Tal liefern ihre Milch an die Sennereigenossenschaft. Hier wird sie zu Butter, hervorragendem Käse und leckerem Eis verarbeitet. Die Produkte werden überwiegend im eigenen Hofladen verkauft oder an die Hotels in der Region ausgeliefert. Im Keller lagern 1200 Laib Käse, die zweimal pro Woche geschmiert werden. Dafür werden sie fachmännisch gewendet und mit Salzwasser abgerieben. Jeder Laib wiegt ca. 25 Kilogramm. Dafür sind 250 Liter Milch nötig. Da eine Allgäuer Kuh im Schnitt 22 Liter am Tag gibt, ist für solch einen Laib also die gesamte Tagesmilchmenge von 11 Kühen notwendig. Nur ein kleiner Teil der Milch geht im Oberallgäu an Sennereien wie Gunzesried. Die meiste Milch wird in größeren Molkereien verarbeitet. Denn auch die vielfältigen Milchprodukte der großen Molkereien sind weltweit sehr beliebt. Im Oberallgäu wird hauptsächlich Jungvieh auf der Alpe gehalten, also gesömmert, wie man hier dazu sagt. Die Sömmerung bis in höchste Berglagen macht das Jungvieh stark und widerstandsfähig und trägt dazu bei, dass die Berge nicht zuwachsen und der Boden vor Abtragungen durch Wind und Wasser geschützt wird. Davon profitiert auch der Sommer- und Wintertourismus im Oberallgäu. Für die Betriebe im Tal ist die Sömmerung eine große Arbeitsentlastung. Außerdem bleibt mehr Fläche zur Futtergewinnung übrig. Man sieht, Alp- und Talwirtschaft brauchen einander. Neben den regionalen Produkten lieben die meisten Besucher und natürlich auch die Einheimischen das Oberallgäu vor allem wegen seiner einzigartigen Kulturlandschaft, die viel Möglichkeiten zum Wandern, Bergsteigen und Skifahren bietet. Eine Landschaft, die es ohne die Landwirtschaft so nicht geben würde.